Na, hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Clarkson, das ist Cryptofanatic und Anti Amplified. Der Alle-Zonen-Modus ist dran für diese Woche. Wir starten direkt durch. Und ja, für mich hier auch die erste Aufnahme dieser Woche wieder mal. Das heißt, eingewöhnen, langsam angehen das Ganze. Wir haben mindestens 20 Minuten Zeit hier. Und ja, wer es vielleicht in der Daily Challenge Aufnahme vom Sonntag schon gemerkt hat, wir haben neue Mikrofoneinstellungen. Also beziehungsweise ich habe an den Mikrofoneinstellungen rumgefrickelt. Das Leise sollte jetzt lauter sein, das Laute sollte nicht mehr ganz so laut sein und das ganz Leise sollte dennoch nicht zu hören sein. Mal gucken, wie das läuft. Ja, bin da sehr gespannt. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger hier mit dem Variieren der Lautstärke an sich jetzt in der eigenen Stimme. Wir wollen mal sehen. Das ist halt das Problem. Also was soll heißen Problem? Es ist mehr oder weniger hausgemacht, dass ich erst alle mindestens 2 bis 4 Aufnahmen hier für die Woche mache und dann eventuell erstmal das Ergebnis kontrolliere. Ich meine, ich habe natürlich Testaufnahmen mit dem Mikro gemacht, aber nicht im Spiel geschehen. Also quasi einfach mal Aufnahmen gestartet und drauf losgelabert in verschiedenen Lautstärken. Aber im Spiel, so im Eifer des Gefechtes, ist es dann immer noch irgendwie was anderes. Da wird man dann auch mit der Stimme mal intensiver. Und da bin ich gespannt drauf. Bin ich gespannt drauf, wie das jetzt in der Aufnahme so wirkt. So, nichtsdestotrotz, wir haben ein Breitschwert, wir haben auch schon was zu futtern hier mitgenommen, das ist super. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier, in dem Level noch so finden und abstauben können. Der Minotaurus ist auch schon Geschichte. Unten haben wir noch einen Raum völlig übersehen. Ja, das ist sehr typisch. Aber auch das kriegen wir noch hin. Genug Zeit ist es auf jeden Fall. So, Skelett kommt nicht vorbei, weil der Schleim im Weg ist. Ausgezeichnet. Unten haben wir einen Teleporter. Das Fass kriegen wir mit der Bombe kaputt. Wo wir jetzt keinen Mangel an Bomben haben. Ein Granatenamulett. Meine Fresse, was du hier auf dem ersten Level noch nicht so alles findest. Wir haben genug Bomben. Granatenamulett. Ich sag's gerade noch. Aber warum ist denn die gleich hochgegangen? Interessant. Interessanter erster Lauf. Das war ein Schuss in den Ofen. Aber Gott sei Dank erst schon auf Level 1. Und nicht später. Ja, das Granatenamulett. Alle deine Bomben werden zu Granaten. Die legst du auch nicht mehr neben dich hin, sondern die schmeißt du. Und so wie es aussieht, auch mit einem sehr kurzen Zündintervall. Was jetzt nicht unbedingt das Optimalste ist. Das reicht nicht, wenn du nicht damit rechnest. Aber naja, das Breitschwert war jetzt auch nicht der schönste. Das Level auch nicht. Von daher gut verschmerzbar. Um den Apfel ist schade. Und die Bomben natürlich. So, wo waren wir stehen geblieben beim Teleporter? Okay, das ist ein Blutopfer-Teleporter. Was kriegen wir denn da? Ah, Multiplikatorschwert für 1,5. Ja, bitte. Danke. Da haben wir direkt schon das ein oder andere abgehakt, was wir hier hätten auf der Liste gehabt bis zu Zone 2. Und das ist ein nicht nur starkes Schwert, sondern auch ein Schwert bzw. eine Waffe, die weiter reicht als 1. Von der Reichweite her. Ja, super. Dann können wir das von der Liste streichen. Jetzt fehlt bloß noch Rüstung, Essen, der übliche Kram. Und vielleicht, oh, guck mal, aha, Obsidian-Peitsche, na toll. Nein, danke, wir sind schon kräftig bedient. Mehr brauchen wir nicht. Im Shop machen wir aber auch noch nicht. Guck mal an.
Der liegt sogar in diesem Level noch vor uns. Wir machen 3 Schaden. Das dürfte fürs Fass reichen. Schmerzschuhe. Alter, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Schmerzschuhe. Hätten wir auch gut gebrauchen können. Hatten leider nicht mehr genug Leben drüber. Hat er 1,5 abgezogen? Ich dachte mal, das nimmt irgendwie so ein halbes Herz oder so. Ja, auf zu Versuch Nummer 3. Das fängt ja gut an für die Woche hier. Da fängt die Woche ja richtig gut an. Alter, was sagt uns das? Nicht sofort alle Schuhe anziehen, die du auf der Straße findest. So, da sind wir wieder im Shop. Hier gibt es den Phasendolch und eine Rüstung. Ich bin jetzt gerade sehr dafür, dass wir uns die Rüstung schnappen. Einfach von den letzten Ones ausgehend mal. Den Rucksack lasse ich, damit komme ich nicht klar. Wie wird sich in der Hektik? Das geht ja schon wieder ordentlich peinlich los hier. Super, freue ich mich. Nicht so. Aber was willst du machen? Ja, das sind diese, ich will nicht sagen, ungeplanten Bewegungen bzw. Aktionen, wo ich einfach vom Beat her nicht schnell genug reagiere, beziehungsweise nicht schnell genug richtiger reagiere. Bombenimmunität, na toll, das hätten wir vorhin gebrauchen können, dankeschön. So. Hier ist wieder der Teleporter. Da bin ich ja gespannt, also in vielen Fällen ist auf dem ersten Level echt der Teleporter dieser Opferschreien. Beziehungsweise dieser Opfershop. Siehst du, da ist er wieder. Und hier ist meine Lieblingsschaufel. Und ja, die nehmen wir mit. Die macht plus 1 Schaden. Und sorgt für besseres Grabverhalten, wie man sieht. Heißt, wir machen jetzt schon wieder mal 2 Schaden. Das ist super. Und die haut wirklich alles weg an der Wende. Nicht nur ein Feld, sondern direkt mal mehrere. Kriegt der Minotaurus direkt mal eine mit. Beziehungsweise 2, so wie es aussieht. Sehr gut. Wenn ich jetzt noch was zu essen finde, ist alles okay. Nein, auf dich falle ich nicht rein. Das miese Skelett. Ja, 2 Schaden machen ist auf jeden Fall besser als 1. Vor allen Dingen halt gegen die schwarzen Skelette. Die ja dann doch den ersten Hieb überleben. So, haben wir in dem Level noch irgendwas nicht erforscht, entdeckt? Hier haben wir noch eine... Ich wollte gerade sagen, hier haben wir noch einen kleinen Raum, aber den haben wir gerade selber geschaffen mit der Schaufel. Wir kommen jetzt sogar durch lockere Steine durch. Super, also eigentlich wirklich die beste Schaufel, die du haben kannst. Und ja, dann können die nächsten Level ja kommen. Hatten wir hier noch irgendwas? Nö, hier ist auch grau. Alles klar, dann warten wir den Song ab und... Dann geht's abwärts. Endlich mal in Zone. Nicht in Zone, in Level 2. 3 Bomben, die wegteleportiert. Das wegteleportiert Totem. Den Speer könnte man, hätte man. Aber nicht für 250. Finde ich. 250 für einen simplen Goldspeer. Das ist nicht so das Wahre. Sehr gut. Das läuft ja von der Sache her. Die Kiste nutzen wir. Wir haben einen Haufen Bomben. Ich könnte die jetzt genauso gut in der Dingens hauen. Oh, sehr schön. Essen wir natürlich sofort den Käse. Ich hätte jetzt genauso gut in die Grube hauen können, aber bei sechs Bomben, die man hier hat, kann man schon mal ein bisschen Zeit sparen. Und hat sich ja gelohnt mit dem Käse auf jeden Fall. So, Zombie, wo willst du hin? Weit kommst du nicht. Ja, das läuft auf jeden Fall schon besser jetzt. Hat ja nur 7 Minuten gedauert, hier eine Tagesform zu erreichen. Kommst du rüber? Nee, jetzt kommt er rüber. Natürlich, wenn ich da hin will, dann muss er unbedingt rüberspringen, der Affe. Entschuldigung, nicht der Affe, das Skelett. Danke. Ach, jetzt geht's schon wieder rund hier, das gibt's ja nicht. Ich hatte doch gerade noch volles Leben. Unglaublich. Und wieder wegen der Schwingtür unter anderem. Ja, genau.
Steh doch hinter der Tür, bitte, Skelett. Das geht ja sonst auch immer gut. Oh Gott, da ist er. Da ist er, der Fledermaus. Zwei Herzen abgezogen, ein Dreier hat er gehabt. Rotze. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Level 1? Ja, ich glaube schon. So, auch hier wäre ich eigentlich dafür, die Rüstung direkt zu nehmen. Ich guck mal, was das restliche Level erstmal bringt. Unglaublich guter Start in die Woche hier. Echt jetzt. So. Nein, Schleim. So nicht. Scheint wirklich ein Spiel zu sein, in dem ich einfach nicht besser werde. Ich meine, man könnte auch den Blutteleporter halt auslassen. Aber wo ist denn da der Spaß an der Sache? Wisst ihr, da ist er auch schon wieder. Was hast du denn diesmal? Die Anti-Affenhand? Die Anti-Affenhand und ansonsten hast du nur Bullshit. Nö, dann lassen wir das diesmal. Diesmal hat er einfach mal nichts Vernünftiges gehabt. Ich meine, die Affenhand ist natürlich geil. Fledermaushand oder sowas wäre mir jetzt lieber. Erstmal. Das gibt's nicht. So, wir haben gelernt, in roten Kisten können auch anscheinend auch Rüstungsgegenstände drin sein. Aber eigentlich wollte ich jetzt sagen, Ringe drin sein. Kopfgegenstände, also Kopfrüstungsgedöns in der roten Truhe. Ich bin milde fasziniert. Und überrascht. Ist mir noch nicht wirklich aufgefallen. So, jetzt habe ich dich. Hat's ja auch ein Herz weniger gehabt. Aber ich hatte ja auch weniger Schaden jetzt verursacht. Mann. Ja, der letzte, weißt du, so nach 18 Minuten starte ich dann einen neuen Lauf und der geht dann eine halbe Stunde oder so. Das kennen wir ja alle schon. Unglaublich. Aber ich weigere mich, vor den Aufnahmen zu üben. Das ist einfach, das fände ich nicht gut. Persönlich. Weiß nicht, was andere dazu sagen, es hat sich noch keiner dazu geäußert. Also zumindest nicht auf meinem Kanal. Gegenüber mir. Weiß ich nicht. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Von daher mache ich so weiter wie bisher. So, ein Bombenfeld ohne wirklichen Zweck. Wir können sie ja trotzdem mal explodieren lassen. Und ansonsten ein Blick auf die Karte. Nichts mehr weiter. Hier könnte noch irgendwas sein. Hier ist zum Beispiel noch Wandgold. Gut, das hat sich gelohnt. Sehr gut. Jetzt haben wir gar nichts aus dem Shop mitgenommen, ne? Da kommen wir auch nicht mehr hin. Das ist schade. Naja, dafür haben wir ein bisschen Kohlen. Es wird immer einen nächsten Shop geben. Nicht unbedingt hier. Was haben wir denn da? Den erlischt die Fackeln Schrein. Außerdem ist es ein böser Schrein. Und er hat die... Ach du Scheiße, er hat das Scharfschützengewehr. Oh je. Okay. Das, ach so, das ist, stimmt, das ist die. Die kannst du bis zu dreimal nachladen, glaube ich. Warte mal. Ja, bis zu dreimal kannst du die nachladen und dann musst du aber auch dreimal feuern. Das ist eine interessante Sache. Vor allen Dingen, weil ich damit echt schon Bosse gewone-hittet habe. Ich weiß gar nicht, welcher Lauf es war. Aber Coral Reef habe ich damit echt schon gewone-hittet, bevor er auch nur näher kommen konnte. Das war sehr lustig. Ist nicht meine Lieblingswaffe, das Scharfschützengewehr, einfach weil es, ja, man muss gut vorausschauen können. Hier irgendwas zu holen, die Fackel ist mit, obwohl die Fackel, das gerade beim Scharfschützengewehr ist es ja bestimmt eine gute Sache, wenn man ein bisschen weiter gucken kann. Jetzt musst du halt gut an den Rand des Bildschirms gucken, um zu sehen, ob da sich schon was nähert. Und dann geht das Ganze eigentlich auch. So. Hab da kein Problem mit hier rumzukämpfen.
Ah, warte mal. Das war jetzt genau das Falsche. Multiplikatorbasierte Fackeln ist ja noch viel besser. Weiß gar nicht. Na, guck mal, das macht mindestens... Es macht 3 Schaden. Das verdammte Gewehr. Und jetzt lass mal gerne auch den Helm liegen. Für das Monokel lasse ich gerne alle Helme liegen, die es überhaupt gibt. Außer vielleicht die Dornenkrone. Guck mal, da ist er weg. Unglaublich. Was dieses Gewehr einfach mal 3 Schaden macht. Unglaublich. So, da hinten ist eine Möhre. Die holen wir uns natürlich. Auf der rechten Seite haben wir einen Schrein. Du musst hier echt so vorausschauen, weil er halt erstmal nachladen muss jedes Mal. Unten ist das Titanium-Langschwert. Ich wechsle. Es ist spaßig, das Ganze, aber ist mir zu unkontrolliert. Ist mir einfach zu unkontrolliert. Da ist das Titanium-Langschwert, ist mir da sicherer. Ach so, ja, kommen wir wieder hier rein. So, rechts ist das Stachelhalsband. Also, wir gehen jetzt in den Laden. Wir holen uns was zu futtern, damit wir volles Leben haben. Dann gucke ich mal ganz schnell in den Teleporter links, was das für einer ist. Und dann holen wir uns den... Das ist ein Kaufschrein. Wir gehen mal rein. Auch, wir können uns einen Ring aussuchen. Das wäre ganz geil eigentlich. Was haben wir denn da? Verteidigung, na toll. Na toll, das war... Was hat's gekostet? 50? 150? Und sowas in der Dreh. Wir haben auf jeden Fall noch einen Haufen Geld übrig. Das ging ja flott. So, das ist der Ring des Krieges. Ich werd das Gedöns hier mal sprengen, um einfach mir mal in Ruhe durchzulesen, was der macht. Ja, ich weiß, ich seh die Bombe da unten, aber ich komme gerade auch irgendwie nicht. Doch, ich komm ran. So, und jetzt ganz sachte. Plus 1 Schaden, aber mehr Gegner. Dann wären wir auf 3 Schaden. Könnten Fässer kaputt haben, aber es ist mir nicht wert, hier einfach von Gegnern überrannt zu werden. Das muss nicht sein. Wir könnten natürlich dann in letzten Endes auch Fässer und so ein Blödsinn knacken, aber... Weiß ich nicht. Ein zweischneidiges Schwert quasi. Stempelt mich ruhig als Feigling ab. Aber ich bin so schon schlecht genug. Ich muss es mir nicht noch schwerer machen. So, haben wir jetzt hier erstmal alles. Diese hässliche Fledermaus da oben geht mir noch ziemlich auf die Nüsse. Aber ansonsten haben wir alles, ne? Man könnte nochmal in den Teleporter gehen und gucken, was es für 200 Münzen gibt. Aber drauf geschissen. So, King Konga. Schön auf den ausgelassenen Beat achten. Nicht so wie jetzt gerade. Und dann wenigstens King Konga schön kaputt hauen. So, und jetzt kriegt er auf die Mütze. Und da ist er tot. Ich raff das immer nicht. Beziehungsweise ich krieg das immer nicht hin, den Beat nicht zu verpassen. Das ist so schrecklich. Diese eine Pause dazwischen. So gemein. So, ja, optimalste Waffe. Zumindest von der Reichweite her für dieses Level. Ein Schaden wäre noch ganz schön. Ich komme leider nicht in das Fass rein. Doch, das kriegen wir hin. Jawohl. Und auch an das Gold kommen wir jetzt ran. Sehr gut. So, ja, die Bomben habe ich gesehen links. Und da oben sind auch Kekse. Jetzt wirst du wieder zugeschmissen hier mit Futter. Wer was? Tö.
höre... Ich höre definitiv was. Ich glaube, es ist ein Drache. Kommt, soweit ich es mitgekriegt habe, von oben. Kann er, ja. Sehr gut. Doppelter Schaden ist immer schön. Und auch wenn der Drache von oben kommt, sehr gut. So, ja, Zone 2 ist eine gute Übung für Zone 4, um abzuwarten bzw. mitzukriegen, welcher Gegner braucht wie lange, um auf dich zuzumarschieren. Welche Gegner sind langsam, welche sind schnell. Der Golem ist der langsamste hier, wird gerne mal überholt, hält aber auch die anderen Gegner, wenn sie hinter ihm sind, gerne mal davon ab, näher an dich ranzukommen. Da war der Pilz, den habe ich nicht gesehen bzw. völlig ignoriert. So, im Shop ein Käse. Hier unten sind die Kekse. Ah, ich könnte jetzt die Kekse anknabbern quasi für das halbe Herz. Naja. Oder wir gehen erstmal in den Laden gucken. Und ein ganzer Raum hier drüben ist ja auch noch völlig unerforscht. So, was haben wir denn eigentlich da? Ja, wie gesagt, der Käse. Die Harfe braucht keine Sau. Stärkere Zauber ist auch nicht wirklich so mein Ding. Alles sehr, sehr unnütze gerade für meine Situation. Ich überlege noch mit den Keksen. Die sind kostenlos, aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, glaube ich. Nicht mehr ausreichend Zeit, mir die... Obwohl, die bringen ja auch insgesamt mehr Heilung als eine Keule. Na gut. So, Monocle, sehr Dank, können wir uns mal in aller Ruhe umgucken. Wir sehen unten den Trank, den holen wir uns direkt als erstes. Einmal gratis sterben quasi. Und wiederkommen, das macht den Unterschied. Der Bombenzauber nehmen wir natürlich auch mit, immer eine Bombe in Reserve. Da oben haben wir, das dürfte der Schadensring, beziehungsweise der Anfängerring sein hier. Ich näher mich doch mal dem Pilz vorsichtig von unten. Na toll. Scheiß Wand. So, plus ein Herz und weniger Gegner. Das ist besser als der Verteidigungsring. Definitiv. Was war das eigentlich für ein Schrein? Na toll. Die Karte. Die Karte nehmen wir natürlich auch gerne mit, wenn wir in das Fass reinkommen würden. Sehr gut. Gleich auch den Magier gesprengt. Meine Güte. Haufen zu erledigen hier. So, das heißt, wir haben ein Herz mehr. Ich esse jetzt einfach mal die Keule, weil sie so schön lohnt. Ach, sie hat doch 3 geheilt. Interessant. Okay, alles schön abgearbeitet. Ein weiteres leeres Herz im Shop. Ausgezeichnet. Und eine super Rüstung. Wir haben einen Haufen Kohlen, ey. Ich habe noch keinen Fußgegenstand. Und Multiplikator-Rüstung. Ach nee, das ist die Obsidian-Rüstung. Ich habe nichts gesagt. Ja, Multiplikator-Gedöns wäre jetzt ganz geil mit dem Ballettschuhen. Da war durch stehen bleiben, nicht den Multiplikator und nicht den Beat verlieren. Stehen sie alle hinter der Wand? Das hättest du dir so gedacht hier, Pilz. So, Chefchen hält sich zurück, so wie sie aussieht, die Flair-Maus hier. Trotzdem kriegt sie auf die Mütze. Und ich glaube, dann sind wir hier durch, oder? Ja, oben sind noch 2, 3 Gegner. Ich meine, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig gucken gehen, aber warum nicht? Ach so, das ist nur eine Armadillo und der Rest sind die Pilze. Die hier auf der Karte als rot angezeigt werden, okay. Das Teleporter-Eingang. Oh, was ist denn der lila, ne? Eins meiner Gegenstände verzaubern. Fuck, hätte ich jetzt mehr Zeit. Hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, hätte ich mir da vielleicht was rausgenommen. Aber guck mal, da haben wir das Multiplikator-Schwert, wo wir dann irgendwann mal auf 3 Schaden kommen. Die wir jetzt gegen das schwarze Skelett zum Beispiel genug, zum Beispiel gut brauchen können. Siehst du, die Obsidian-Rüstung? Natürlich ist das die Multiplikator-basierte. Ich bin ja doof. Großes Skelett.
Und jetzt machen wir angenehme 3 Schaden. Das ist super, zumindest wenn wir den Beat halten können, was jetzt mit den Ballettschüchen natürlich super ist. Das super einfach ist vor allen Dingen. Die Heilung kriegen wir auch besser kaputt, wenn wir rankommen und nicht gerade von irgendwelchen Boden fallen. Vom Gegenlatschen abgehalten werden. Sehr gut. Eine Bombe. Und dann bewegen wir uns mal in Richtung Shop. Wisst ihr, ich wusste es. Jetzt sind wir über die Zeit rüber und hatten einfach vorher so völlig vergurkten ersten Versuche. Ja, Maus, du gehst mir auf die Nüsse. Danke. Reicht schon. So, eine weitere Rüstung. Ich weiß nicht, ist die besser oder nicht? Nee, ne? Die Obsidian-Rüstung, im besten Fall macht sie halt 3... Sollte 3 Pünktchen Abwehr haben. Ich hab schon wieder Discord vergessen auszumachen. Meine Fresse. Naja, wir werden es überleben. Da, 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 da. Links ist noch Gold in der Wand. Und da komme ich jetzt mit der Schaufel auch ran. Das ist super. Was haben wir hier noch drin? Einmal nix. Und hier? Einmal nix. Okay. Ansonsten hätten wir das komplette Gelumpe jetzt hier soweit. Alter, das gibt's nicht. Jetzt machen die im Discord los. Den ganzen Tag ist Ruhe, aber irgendwann sagt mal einer was und dann müssen alle was dazu sagen. Durch diese hohle Gasse werden sie kommen. In dieser Schlucht ist ihre Anzahl bedeutungslos. Und die bessere Waffe gewinnt. So, irgendwas vergessen? Nö, dann gehen wir weiter. Oh. Hatte ich jetzt völlig missachtet, dass das ja auch schon wieder 2 Level gewesen sind. Beziehungsweise 3. Dankeschön, da war die Pfütze im Weg. Sehr gut. So, wir haben einen geschmeidigen Multiplikator von 3, das durfte recht. Ich habe nichts gesagt, kurz gehen. Ich raff immer nicht, wie Korolev angreift. Das ist irgendwie, ist mir immer noch ein Rätsel. Wenn er zittert, ist klar, aber auf welches Schema? Jetzt habe ich ihn. Unglaublich, manchmal greift er über Eck an, manchmal nicht. So verwirrend. Zone 3. Es wird hektisch. Und wir haben ein verfluchtes Herz in der Kiste. Und ja, beste Strategie am Anfang von Zone 3 von den Leveln. Erstmal alles abarbeiten, was dich gesehen hat und auf dich zukommt. Unglaublich. Damit du dann in Ruhe rumgucken kannst. Ah, scheiße. Den Speer brauchen wir nicht. Ich liebe das Monokel. Hinten, ich habe einen Käse gesehen. Wir holen uns jetzt den Käse, weil ich habe ein Hüngerchen. Das ist aber in der Eisernen drinne. Ist mir egal. Mahlzeit. So, Shop, da sind wir auch genau richtig. Bombenhelm, Vorzone. Achso, ist auch wieder Kopfgegenstand. Nee, will ich eigentlich nicht tauschen. Das gibt's nicht. Im Discord unterhalten sie sich über die neue Datenschutzverordnung. Das ist ein total spannendes Thema. Vor allen Dingen, wenn du das am Tag 10 oder so 10 Mal mit den Kunden durchgehen darfst. Naja, egal. Das gehört hier nicht her. Fehlt noch was? Der Ausgang fehlt, ne? Und so ein dezenter Miniboss wäre auch ganz gut. Ist denn hier nach unten geht's, aber ich komme hier irgendwie gerade nicht so wirklich dran vorbei. So, hier geht's. Auch hier wieder schön drauf warten, schön die Gegner auf einen zukommen lassen. Erst recht, wenn sie mit ihren. Ach du Kacke. Ihren Ausdünstungen Lava löschen. So, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Blutdegen, die erste Blutwaffe, die ich heute sehe. Mann. Und dann ist noch die beschissenste. Oh, da oben sind 4 Fässer, die ich mir gerne aneigne. Aber sowas von. Ausgezeichnet.
Schön, schön. Ah, scheiße. Hässlicher Yeti. Saut mir doch sofort wieder den Schnitt. Nein, ich wollte diese hässliche Rolle nicht. Heute schon wieder alles hässlich. Ha, unglaublich. So, wir gehen erstmal Richtung Shop, ne? Da waren wir... Achso, der ist so hier oben. Dann können wir da auch hin... Oh. Ach, das hat ja gerade so geklappt. Ach Gott, ey, weißt du? Da siehst du schon einmal die Mauer und dann steht hinter dir dieser hässliche Gremlin rum. Wie gesagt, heute ist alles hässlich. Und wir tauschen mal die unnützische Riesenschriftrolle gegen den... Fleischkeule aus. Und ich glaube, dann war es das ja auch schon wieder mit dem Level. Ich gehe einfach weiter. Wird ja nicht besser. Auch hier wieder erstmal die Gegner abbauen. Das reicht hier in die Hände klatschenden Yetis. So, was haben wir denn hier? Das ist der Grüne. Das dürfte der... Ist das der Glasschrein? Glas, ja, ist er. Glasteleporter. Warum sage ich immer Schreien? Doch völliger Blödsinn. So, was gibt's hier? Den Glaskiefer, den man nicht braucht. Den Kompass könnte man mitnehmen. Ich meine, ist jetzt ab Zone 4 eigentlich ganz hilfreich, wenn man so schnell wie möglich einen Ausgang erreichen möchte. Aber ansonsten die Rüstung brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl, Reduktion auf 1 ist jetzt, glaube ich, angebracht langsam. Freunde. Da denkt man, wenn man in seine Richtung geht, dann haut er dann doch wieder ab. Aber nein, diesmal hat er zugelangt. So, Ausgang ist da drüben. Siehst du? Voll nützlich. Jetzt nehme ich einen Käfer auf. Einfach mal weggefuchtelt. Die Banshee. Kann sie noch so schreien. Und wir gehen einfach weiter. Fortissimo. Weapon am Maulwurf. Vor Zone 4. Man überlegt dann natürlich, was dann für Zone 4 so für Minibosse und so weiter, beziehungsweise für Zonenbosse drüber bleiben. Kannst du mal bitte runterkommen? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Dankeschön. Ausgezeichnet. Makelloser Sieg, zumindest bei ihm. Sehr gut. So, was haben wir denn da? Glasdegen brauchen wir nicht. Schutzamulett, den nehmen wir mit. Ich liebe das Monokel. Plus 0,5 Schutz, sehr schön. Und Zone 4. So, wir sehen alles, wir wissen, wo der Ausgang ist. Das sind alles optimale Voraussetzungen. Ja, komm rüber. Ich wollte gar nichts essen. Was habe ich denn jetzt überhaupt gegessen? Ich hatte noch was zu essen dabei. So, bei den Harpyen einfach weggehen, bis sie neben dir stehen. Die kommen so auf dich zu, dass sie irgendwann mal horizontal oder vertikal neben dir stehen. Und dann kriegen sie auf die Mütze. Teleport, Kapuzen-Heini, Kapuzen-Klaus, okay. Auch der musste einfach aufpassen, wo er dich hin teleportiert. So, ja, der Ausgang ist auf der rechten Seite laut Kompass. Dann halten wir uns natürlich auch rechts. Wir sehen, dass sich die Kiste von der Waffe her eigentlich nicht lohnen würde. Zumindest nicht, wenn du auf Schaden aus bist. Und das sind wir in dem Moment. Wir sorgen dafür, dass der Kissenkobold nicht durch die Wände bricht. So, was haben wir denn da unten? Da ist auch schon der Ausgang mit einem Drachen dran. Ne? Der grüne Drache. Was hat denn der hier zu versuchen? Was hat denn der hier zu suchen? Volle Konzentration hier. Jetzt erstmal Gold einsammeln. Kann natürlich sein, dass zwischendurch mal der Leprechaun-Kobold auftaucht bei den großen, schmackhaften Goldhaufen hier, aber bis jetzt nicht so. Gut. Ja, da hätten wir das Level durch. Brauchen wir hier noch irgendwas? Wir haben schon eine Fackel, wir brauchen den Degen nicht. Das ist der Verwandlungs... Ist das die Verwandlungsschriftrolle? Ach nee, temporärer Schild. Nee... Ich überlege.
Das wäre eine super Sache. Wir sollten mal jetzt wirklich in Zone 5 irgendwann mal den Chef kloppen hier. Ja gut, wir haben eine Bombe. Aber Bomben brauchen wir jetzt langsam aber sicher auch wirklich nicht mehr. Achso, das ist bloß eine Einmalschriftrolle. Ach, leck mich doch. Ich dachte, jetzt hätten wir hier schön den fetzten Bomben, den fetzten Schildzauber. Aber nö. Brauchen wir noch was? Da hinten ist eine Bombe. Da könnten wir eigentlich noch hin. Steht ja nicht viel gerade im Weg rum hier. Da können wir ruhig mal uns in Richtung Bombe noch arbeiten. Achso, da ist das Schweinchen im Weg. So, ist schön, so läuft das. Kissenkobold weggehauen. Danke, Fledermaus. Ja, dich habe ich gesehen. So, und ja, mehr braucht man nicht. Jetzt gehen wir wirklich in Richtung Ausgang. So, wie sieht's denn aus hier? Ja gut, ich liebe es, drei Schaden zu machen. Auch in dieser Zone sorgt das dafür, dass das ein oder andere sofort verschwindet, wenn du es anpackst. Außer hässliche Flärmäuse, die einfach mal nicht den Anstand haben, sich vernünftig zu benehmen. Schwarzer Teleporter brauchen wir hier von irgendwas. Die Fackel brauchen wir nicht. Gib dir, was du brauchst. wollen wir es riskieren? Ja. Einfach durchgebrutzelt. Das war es mir jetzt gerade wert. Wir haben ja den Ring. So, was brauche ich denn? Das ist nicht wahr jetzt, oder? Das ist garantiert nicht das, was ich gebraucht habe. Das ist scheiße. Das ist erstmal, dass diese Schriftrolle Rotz macht. Das ist garantiert nicht, was ich brauche. Fuck. Unglaublich, so eine Scheiße. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Was ist jetzt kaputt gegangen? Meine Rüstung, ne? Toll. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke, ich hatte so eine super Ausrüstung. Also muss ich mich jetzt echt mal beschweren hier. Toll, ja, super. Jetzt kann ich mich nicht wehren, weil der Penner auf meiner Glasscherbe hängt. Nerv. Es ist alles andere Glas. Meine Schaufel ist Glas. Scherbe. Ich kann eine Glasscherbe werfen. Aber das ist das Kacke. Ja, super. Ja, selbst dieser hässliche Körperklaus kann mich jetzt hier nerven. Ja, gut, okay. Das war kacke. Das war kacke. Das fand ich jetzt nicht schön. Gib dir, was du brauchst. Das ist eigentlich nicht, dass alles aus Glas wird. Scheiße. Na gut. Kann man nichts machen. War jetzt wirklich nicht meine Schuld. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, ich kriege irgendwie noch was zu futtern. Oder so. Oder weiß ich nicht, einen anderen Ring oder sowas, wo ich dann austauschen muss. Weiß ich nicht. Aber doch nicht alles aus Glas. Das ist doch scheiße. Na gut. Okay, soll es gewesen sein mit dem heutigen Alle-Zonen-Modus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zugucken. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Tag, tschüss.